Sie sind Kunde der Stadtsparkasse Remscheid. Das ist gut. Gut für Remscheid, gut für Sie und gut für uns. Mit Ihrer Hilfe konnten wir 2013 wieder 500.000 Euro für gemeinnützige Zwecke in Remscheid zur Verfügung stellen. Sparkasse. Gut für Remscheid. Zweiter Spieltag in der Rollhockey-Bundesliga. Die IGR Remscheid reist ins Sauerland zum ERG Iserlohn. Nach dem deutlichen 11:4 Erfolg im Europapokal will die IGR Remscheid nun auch in der Liga die ersten Punkte einfahren. Dazu reisen sie heute mit ihrem letzten Aufgebot ins Sauerland. 6 Feldspieler und 2 Torhüter kommen am Donnerstagabend mit nach Iserlohn. Genauso wie nur wenige Zuschauer den Weg nach Iserlohn gefunden haben. Der Rest drückte von zu Hause die Daumen. Iserlohn startete dynamischer in die Partie und kann hier nach 4 Minuten durch diesen abgefälschten Distanzschuss 0:1 in Führung gehen. Die IGR Remscheid übernahm jetzt immer mehr die Initiative, ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen, jedoch dauerte es, bis sie zu ersten Torchancen kamen. Der kurz zuvor eingewechselte Jan Henkels ist es hier, der den Ball bekommt, freistehend vom Tor einschieben kann. 1:1, die IGR gleicht aus. Yannick Peinke zieht schön 3 Verteidiger auf sich, macht Platz für Henkels und der schiebt souverän ein. Das auch der Pausenstand, alles also auf 0 gestellt. Die zweite Halbzeit muss entscheiden, wer als Sieger vom Feld geht. Tachomeisterbetriebe, der Partner an Ihrer Seite für Wärme, Wasser und Energie. Im zweiten Abschnitt ist es der Hausherr aus Iserlohn, der sich das Spiel an den Nagel reißt. Immer mehr Ballbesitz und Kontrolle. Die IGR steht und verteidigt kompakt vor einem heute wieder stark aufgelegten Moritz Kreidewolf im Tor der Remscheider. In der 29. Minute ist es dann Yannick Peinke, der durch einen Konter eiskalt zum 2:1 abschließt. Die IGR also erstmals in Führung. 5 Minuten später gibt es Penalty für die Blau-Weißen. Luis Hages steht am Punkt. Und der Ball ist gehalten, doch der Nachschuss, Hages am Ball, Tor 3:1 für die IGR, 2 Tore Vorsprung, jetzt müssen sie das Spiel nach Hause bringen. Und gleich nach Wiederanpfiff legt die IGR noch einen drauf, Daniel Leandro ist es, der den Sack schon fast zumacht, 4:1 für Remscheid. Damit hätte heute wohl keiner gerechnet, dass die IGR hier so dominieren kann und das Spiel gewinnen könnte. Nach dem 10. Teamfoul gibt es einen direkten für Iserlohn, den auch der starke Moritz Kreidewolf nicht halten kann. Also nur noch 2:4, 44 Minuten waren da gespielt, noch 6 Minuten auf der Uhr, jetzt darf die IGR nicht nervös werden. Und sie wurden nicht nervös, stehen weiter sicher hinten in der Abwehr, immer wieder mit Entlastungsangriffen. So ist es jetzt hier in der 47. Minute, Yannick Peinke, der Kapitän mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. 5:2, alles ist klar. Die IGR Remscheid holt den ersten Sieg am zweiten Spieltag. Und schon am Samstag geht es weiter. Dann geht es nach Holland zum SC Falkenswaard, ehe es dann eine Woche später zum Rückspiel im Europapokal nach England geht.